Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Might and Magic Teil 9. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, probieren wir es nochmal nach da hinten zu gehen. Da wurden wir ja jetzt relativ schnell überrascht. Von wo kommen denn die? Ah, die kommen irgendwie von da oben, aber ich weiß nicht, wie die hier herunterkommen. Aber gut. Ach, viel zu leicht. Das ging jetzt relativ einfach. Na, da oben. Ah, und da kommen die nächsten. Ach, viel zu leicht. Mach Platz. Ach, da ist auch schon wieder einer. Wo kommen die denn überall her? Dafür lohnt sich's kaum, die Waffe zu ziehen. Hier muss es doch irgendwo eine Art Nest geben, oder? Mach Platz. Ja, dann... Ah, ist das vielleicht... Hoppala. Mach Platz. Wenn man die hier wegmacht, kommen die dann vielleicht weg? Ja, jetzt scheint keiner... Oh, ein Zauberbuch? Was für ein Ding? Okay, das schauen wir uns gleich an. Ne. Also da geht's auf jeden Fall weiter runter. Ach, das ist die Flasche. Ich dachte gerade. Ja, also nachdem wir die zwei oben erledigt haben, kommt keiner mehr runter. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch das Ziel, die zwei zu erledigen. Und da geht's weiter runter, da gehen wir mal später nochmal hin. So. Hallo? Achso, geht nicht, weil ich im falschen Ding bin. Ich weiß nicht. Achso, das weißt du nicht, was das ist. Deswegen steht auch so ein ganz komisches Ding hier. Gegenstand identifizieren hast du? Funken. Ah, sehr schön. Elementar und Licht. Was macht ein Funken? Das könntest auf jeden Fall du lernen. Weil du hast ja Elementar und Licht drauf. Aber andererseits solltest du eigentlich eher die Heilsachen lernen. Und Licht, das sollte man für dich eigentlich auch nochmal holen. Das haben wir ja gesehen, dass das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Außerdem als Magier kannst du dann Lichtzauber auch noch relativ gut. Also... das passt eigentlich ganz gut. Ja, also Licht kann der uns, wird unser Magier sehr gut können. Und Elementar. Und unser Priester wird spirituell sehr gut können. Und Licht. Aber Licht, wenn sie alle beide können. Das sollten sie auf jeden Fall beide lernen. Und du solltest auf jeden Fall noch spirituell lernen, wenn du es noch nicht... Doch, du kannst es schon. Ja, du hast es eigentlich schon alles. Elemental brauchen wir eigentlich nicht bei dir. Können wir, sieht man ja jetzt auch auf Magier, Großmagier? Nee, halt, Priester, nur auf Meister lernen, genau. Aber immerhin, Meister ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Licht, während der Priester natürlich auf Großmeister können und der Magier auch auf Großmeister. Also Licht sollte man auf jeden Fall auch können und das hier, das wäre der Magier... nur auf Experte können. Ich glaube, geistig sind tatsächlich so die Heildinger. Das heißt, hier sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, auf geistig auf jeden Fall Sachen lernen. Dann würde ich tatsächlich dieses Funken dir geben. Dann versuchen wir vielleicht irgendwann noch Lichtzauber bei dir zu lernen. Zumindest, dass wir auf jeden Fall mal Lichtzauber auf normal haben. Vorerst mal. Ja, da oben ist wieder einer. Ja, der schießt die
Hey, der steht mir auf dem Kopf, glaube ich. Der schießt, ja, jetzt hat man es genau gesehen, der schießt die hier herunter. Das ist so eine Art Spawner, also da oben kann man sagen. Die müssen auf jeden Fall weg. Und man merkt auf jeden Fall auch schon, das mit dem Bogen zu geben, das war auf jeden Fall eine gute Idee. Wie viel hatten der jetzt noch? Was ist das für ein Ding? Ja, damals. Ja, die HP, das sehen wir, glaube ich, auch nur. Die HP sehen wir, glaube ich, auch nur. Oh, wir können... Gegner? Wo? Da. Keine Ahnung, wo die jetzt hergekommen sind. Ein Kinderspiel! Ach, viel zu leicht. Weil da oben... scheint ja keiner mehr zu sein. Ist da vorne vielleicht noch einer? Oh, wir müssen auf jeden Fall hier heilen mal wieder. Ja, im Moment sind... gewonnen! Viele... Mach Platz! Viele... Gegner dran. Ich glaube, ich habe einmal übersprungen aus Versehen. Ja, da vorne muss noch irgendwo einer sein. Mist. Ach, viel zu leicht! Moment, der lebt nicht mehr. Wo zum Henker? Da. Ach, viel zu leicht. Da hängt einer. Und der schießt doch schon relativ viel. Wow, 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 wow. Hier für auch so komische Geräusche. Ach, viel zu leicht. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Dann... zu leicht. Oh, Ding liegt gerade, sehe ich gerade, ha. Da sollte man definitiv gegen heilen. So. So, wie sieht es denn bei dir aus? Level 7, Trefferpunkte 5. Also, ganz ehrlich gesagt, dieses Monster-Identifizieren gefällt mir hier ist sie hier anscheinend doch um einiges wichtiger als in den Teil 6 bis 8. Weil da konnte man wenigstens sehen, wie viel der HP der Gegner noch hatte. Hier wird es schon, allein schon, wie viel HP der hat, relativ wichtig zu sehen, wie es aussieht. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen, wir haben ihn. Was macht denn hier diese komischen Geräusche? Ich habe keine Ahnung. Jetzt schauen wir erstmal diese Sackgasse hier an, hätte ich gesagt. Beziehungsweise du, heilst hier nochmal. Das wird, glaube ich, relativ wichtig jetzt werden. Kann man da eigentlich was machen? Nee. Okay, erstmal speichern, nochmal heilen. Das Übliche. Dann schauen wir mal. Ich denke, für diese eine Quest, die wir haben, also diese Beug Askram Säub. Ach ne, das ist aber nicht die Beug Askram, oder?
Andererseits, das sind, vielleicht ist es auch diese Beug Asgram, dass das irgendwie ein Übersetzungsfehler ist. Ich dachte, das wäre jetzt das hier unten gewesen. Keine Ahnung, da oben ist nochmal einer. Ein Kinderspiel! So, der ist auch runtergefallen. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Also das ist auf jeden Fall... Moment mal, was ist das? Ja, da ist eine Leiter. Da können wir kurz mal schauen, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt hier hochgehen. Sturmfalt. Ich speichere mal kurz ab. Ich gehe nochmal hoch. Wo kommen wir denn da raus? Ah ja, jetzt sind wir hier. Also da sind wir reingegangen. Da sind wir, glaube ich, reingegangen und jetzt sind wir hier rausgekommen. Okay, schon mal gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Geld haben wir auch gekriegt gehabt. So, gehen wir mal runter. Ah, oh, neue Orte sind spannend. Was heißt neue Orte? Da sind wir doch gerade eben gewesen. So, Beethoven. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt das gemeint ist, dass wir hier... Bestia säubern sollen oder ob vielleicht der Weg dahin zu dieser Beug Anskin hierher führt oder ob das wohl ganz anders ist. Weil Beug Anskin hört sich eigentlich eher nach einem Schloss an und nicht nach Katakomben. Aber was ist das für Geräusche hier? Ich habe keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall auch eine Sackgasse. Aber ist... Ne, jetzt laufen wir wieder hierher. Ist da irgendwo? Komisch. Ich habe keine Ahnung. War kaum der Mühe wert. Ja, also die Gegner sind hier tatsächlich nicht mehr so heftig hier. Ach, viel zu leicht. Moment, aber da ist auch noch einer, oder? Ja, da waren anscheinend zwei. Mach Platz. Oder wir haben ihn mitten in der Luft erwischt. Haha. Viel zu leicht. Ich glaube, wir erwischen sie genau mitten beim Fliegen hier. Hohoho. Ho, ho. Ist auch irgendwie cool. So, jetzt haben wir ihn. Wir werden auf jeden Fall diese Katakomben restlos säubern. Das ist auf jeden Fall, was wir machen werden. So, nee, da ist noch einer. Sehr schön. Auch hier ist jetzt sicher. Und auch hier geht es nach oben. Ich will auf jeden Fall mal nach oben schauen. Einfach um zu sehen, wo wir rauskommen. Um zu sehen, ja. Ah ja, hier sind wir bei der Kathedrale hier. Aber heilen tun wir uns da nicht, weil... Ah, neue Orte sind spannend. Weil dafür bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas zu geizig. Okay, hoppla, da wollte ich nicht hin. Dann heißt es, das Ding haben wir hier quasi schon fertig. Dann müssen wir noch dieses Ding hier, diesen Bogen quasi hier anschauen. Und dann geht's mal nach da oben. Auch da gab es irgendwelche komischen Geräusche. Mist, ist das Geräusch vom Wasser, wenn wir im Wasser laufen? Achso, das sind diese... Ah. War kaum der Mühe wert. Aber dieses komische Ding haben wir auch noch nicht gefunden, dieses Manuskript.
Das müsste eigentlich auch hier unten irgendwo noch liegen. Perfekt, fertig. Da oben ist auch nochmal einer. Mach Platz. Okay, auch den Hammer. Der hat was liegen lassen, glaube ich, diesmal sogar. Sehr gut. So, dann schauen wir nochmal. Gibt's da in den... Da dürfte es aber nichts geben. Nee, da gibt's nichts mehr. Ich hoffe, dass man dieses Manuskript, das es hier unten gibt, auch finden werden. Also, dass das irgendwie angezeigt wird. Ach, viel zu leicht. Ein Kinderspiel. Also, dass man das nicht übersehen kann oder so, weil das so ein einzelner, kleiner Hotspot ist, der wie diese Beutel da teilweise dann rumliegen. So wie dieser hier, den man relativ doch... Oh, Buch der Fertigkeiten und eine Schriftrolle. Kommt mal mit. Muss beides identifiziert werden. Vielleicht kriegst du das hin. Schriftrolle der Lähmung und Gegenstand identifizieren. Das haben wir schon. Das können wir verkaufen. Moment. Ich glaube, das da machen wir gleich zum Verkaufen. Das machen wir zum Verkaufen. Das andere passt eigentlich. Jo, dann haben wir auf jeden Fall zwei Sachen zum Verkaufen. Das dürfte uns auch wieder ganz gut Geld geben. Ah ja, da ist der Nächste. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. So, und jetzt. Oh, der sieht uns irgendwie gar nicht, habe ich einen Eindruck. Ein blauer Trank. Wahrscheinlich Mana oder sowas. Und hier scheint eine Sackgasse zu sein. Das sieht aber irgendwie aus, wie wenn da noch was sein könnte. Hm. Ah, gute Frage. Ah, Moment. Doch, hier ist was. Da ist noch eine Tür. Ah. Ist hier zufällig die Tür, wo es dann da runtergegangen ist, wo... Genau hier. Genau, das habe ich gemeint gehabt. Oh, und können wir... Moment. Ja, wir können noch ein Level aufsteigen. Sehr schön. Machen wir das doch gleich mal. Gut hauen. Nein, zu dir wollten wir nicht. Ich wollte eigentlich zu dir. Ausbildung. Also, auch mehr Erfahrung. Aber hier haben wir... So viel Gold habe ich nicht. Ach, 180 Gold. Okay, das wird uns noch ein bisschen kosten. Also momentan haben wir tatsächlich ein kleines bisschen ein Goldproblem. So, dann haben wir wenigstens auch das hier schon ausgekundschaftet. Lass uns hineingehen. Dann sind wir eigentlich fertig, dann können wir hier noch runtergehen. Weil man mit den Flaschen hier nichts machen kann. Aber nee, kann man nichts machen. Und das Manuskript haben wir auch noch nicht gefunden. Hat der eigentlich irgendwas gesagt? Nee. Nur Boyk Anskran, aber wo Boyk Anskran ist. Anfangs dachte ich, das wäre das hier unten, aber das wird ja, das heißt ja ein bisschen anders. Nicht Boyk Anskran, also ich habe keine Ahnung, wo die Boyk Anskran sein soll. Ob die hier ist oder ob wir da irgendwie noch rausgehen müssen aus der Stadt. Weil eine Boyk ist das ja definitiv nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwo außerhalb von der Stadt, schätze ich mal. So, dann lasst uns mal noch nach unten gehen. Mal sehen, was wir da finden. Und irgendwo muss es ja auch den Dings geben. Hoch. Wir kommen aber wieder hoch, ja. Wir kommen wieder hoch.
Sind wir jetzt hier? Okay, das sieht ziemlich krass aus hier. Das ist viel, viel größer, als ich gedacht hätte. Und wo waren wir? Wir waren da. Und hier geht's. Ach, hier geht's nach Süden. Hier geht's wieder raus. Okay. Bleiben wir mal ganz kurz noch hier. Also Unterwasser sehe ich jedenfalls jetzt hier nicht. Dass irgendwas wäre. Na gut. Darf man noch nicht vergessen, dass es da wieder herausgeht. Also, dass es hier in der Mitte herausgeht hier. Also das Ding ist echt größer als erwartet. Kommen wir da einfach durch? Ja, kommen wir einfach durch. Bestimmt. Gibt's hier. Oh. Skelette. Ah, die scheinen aber auch wieder. Piraten, ja, die sind schon wieder etwas heftiger. Speichern wir mal ab. Ja, es könnte sein, dass wir hier noch nicht hinkommen, weil wir. Dass wir uns noch ein paar Levels halt fehlen. Und es wird dunkel hier drin. Also da geht's nach Norden. Nach hier oder nach hier? Hier geht's auf jeden Fall noch tief, tief runter. Ich glaube, da wird man auch, wenn man runterspringen, wird man das nicht überleben, schätze ich mal. Wow, 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 wow. Macht ohne mich weiter. Was ist das? Ach, von hinten auch nochmal. Jo, das gefällt mir jetzt nicht. Nee, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Wir könnten mal hochgehen. Bleiben wir mal vielleicht hier. Also wenn wir jetzt hierher gehen, dann geht der Weg hier lang und dann kommen wir auch wieder in so ein Gebäude. Jemine, das sieht nicht gut aus. Vielleicht, wenn wir voll ausgerüstet wieder wären, also voller HP hätten und so weiter. Oh, so schwierig sind die tatsächlich gar nicht. So schlimm sind die gar nicht, wie ich gedacht habe. Wo ist denn der nächste hier? Okay, Heilung. Ich glaube aber Heilung. Nicht genug Mana. Super. Ja, der ist, glaube ich, heftig hier. Ja, okay. Der geht nicht. Jetzt ist die Frage, sollen wir... Wisst ihr was? Wir gehen mal ganz kurz runter. Ich komme nicht. Ich hänge. So. Dann gehen wir ganz kurz Zeug verkaufen und wahrscheinlich nochmal komplett durchheilen. Vielleicht verlassen wir auch die Stadt mal und... das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Einfach mal die Stadt verlassen und draußen uns nochmal weiter umzuschauen. Weil da hat man ja auch noch nicht alles aufgedeckt. Und ich schätze, dann kommen wir auf diese große Karte, also wo wir im Moment sind. Und da wird wahrscheinlich die Burg sein. Ja, davon gehe ich jetzt jedenfalls aus. Vielleicht müssen wir auch erstmal dahin gehen. Dass dieses Teil, was wir jetzt hier haben, einfach jetzt noch einfach ja, zu heftig halt für uns ist. Durchaus möglich. Äh,
Das ist kein guter Zeitpunkt für eine Pause. Nicht, aber hier. Bis zum Morgen. Das ist kein guter Zeitpunkt für eine Pause. Okay, wir können hier nicht heilen. Und die Geschäfte haben wahrscheinlich zu, oder? Ja, das war das Falsche. Das war das mit den Eltern, ja. Können wir hier keine Pause machen? Können wir hier nicht rasten? Das ging doch schon. Das ist kein guter Zeitpunkt für eine Pause. Ja, wahrscheinlich geht es nicht in der Stadt. Da müssen wir uns wahrscheinlich ein Zimmer nehmen dafür. Das ist kein guter Zeitpunkt für eine Pause. Nee, da müssen wir uns wahrscheinlich ein Zimmer nehmen. Na gut. Kommt herein. Trinkt zwar. 12 Gold. Ja, das passt. Alles klar. Dann noch ganz kurz verkaufen. Das will ich noch schnell machen. Einfach um zu sehen, wie viel Geld wir haben. Ob wir uns vielleicht einen von diesen zwei Zaubern vielleicht dann leisten können. Aber wahrscheinlich immer noch nicht. So, Waren sehen. Und du darfst das hier verkaufen für 105, okay. Und Gegenstand identifizieren für 21 nur. 261 hätten wir jetzt. Dann machen wir mal auf jeden Fall noch eine Sache. Und zwar will ich mir jetzt noch Lichtmagie kaufen. Die ist ja nicht ganz so teuer. Das kriegst dann du. Dann kannst du den einen Zauber auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Geistmagie hast du schon. Monster identifizieren. Ja, ich glaube, das müsste soweit passen. Wobei, lernen wäre eigentlich nicht verkehrt, oder? So, habe ich denn nicht Lichtmagie? Ja. Und dann darfst du den Funken lernen. Sehr schön. Funken, Elementarstrahl, Funken. Was macht denn der jetzt? Hat Auswirkung 5 je 3 Schaden. Funken feuert kleine Kugelblitze in die Welt, die so lange herumhüpfen, bis sie etwas treffen oder sich auflösen. Es lässt sich schwer voraussehen, wohin sie fliegen werden. Deshalb verwendet man diesen Zauber am besten in ein Zimmer voller kleiner Monster. Ja, okay. Kann interessant sein. Kann interessant sein. Aber nicht so, kommt drauf an, was für einen Gegner wir haben. So, jetzt haben wir nur noch 175 Gold. Würde noch langen für eine... Nee, es wird noch nicht mehr lang für eine... für einen Stufenaufstieg. Und ansonsten haben wir auch noch nicht wirklich was. Uns fehlt noch komplett die Ausrüstung. Es fehlt uns echt Geld. Oh, das haben wir noch nicht identifiziert. Was ist das denn? Das ist Schund. Gibt Zauberkraft zurück. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nee. So lassen wir das jetzt mal. Dann hätte ich vorgeschlagen, wir schauen in der nächsten Folge vielleicht mal nach draußen und versuchen da vielleicht ein paar Gegner zu erledigen. Da unten mit den Piraten könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen, doch noch ein bisschen heftig wird. Je nachdem. Vielleicht. Eventuell. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht tatsächlich einfach mal rausschauen und die Karte vielleicht mal aufforschen, was wir da draußen noch so finden. Ich glaube, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und ich hoffe, dass wir dann noch genug Geld kriegen für die Level, für den Levelaufstieg und für diese zwei Zauber. Also Licht hätte ich ganz gern und dieses magische Auge halt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt hier hieß. Diese zwei Zauber wären mir eigentlich relativ wichtig und die sind halt leider teuer. Na gut. Ich denke, früher oder später werden sich unsere Geldprobleme noch lösen. Später im Spiel. Ist ja meistens so, am Anfang hat man relativ viele Geldprobleme und später dann keine mehr. Aber gut. Wie dem es sei, wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.